So, hallo, willkommen bei der Kochzeit. Heute machen wir gebratenen Rosenkohl, und zwar in Blättchen gebraten, schön fein in Butter und Muskatnuss. Und wie das geht, zeige ich euch hier bei der Kochzeit. Los geht's. Um den Rosenkohl jetzt in feine Blättchen zu schneiden, müssen wir einfach in der Mitte, einmal so rundherum schneiden und sozusagen den Strung rausholen, dabei schön schräg nach innen einschneiden. Und dadurch, dass wir das so keilförmig einschneiden, lösen sich auch jetzt schon fast die ganzen Blätter. So, einmal drumherum. Zack. Und dann beim Auseinandernehmen des Rosenkohls jetzt aufpassen, dass man die Blättchen nicht so kaputt macht. Also vorsichtig lösen. Zack. Nach und nach den Rosenkohl so auseinandernehmen. So, danach wird unser gepellter Rosenkohl schön in heißem Wasser blanchiert. Nach einer Minute wird der Rosenkohl abgegossen und mit kaltem Wasser abgeschreckt, damit bleibt die schöne grüne Farbe erhalten. Dann in etwas Butter angebraten und mit Salz und Muskat und Pfeffer schön angewürzt. Hat euch das Video gefallen? Dann schreibt mir unten in die Kommentarbox, was ihr gerne mal als nächstes sehen möchtet. Schaut bei Facebook mal unter Mebecks Kochzeit, was da so los ist. Vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Und macht's gut. Bye, bye.